So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich will versuchen, wirklich die drei Folgen hintereinander hochzuladen. Das heißt, wenn es passt, dann habt ihr gestern gesehen, wie wir diesen Pure Parrot, also diesen Papagei, Saft probiert haben, der wirklich einfach 1000 Zutaten hat, aber irgendwie nur nach Mango schmeckt. Dann haben wir den probiert. Mit dem Kokoswasser habe ich mich besonders drauf gefreut, hat aber nur nach alter Farbe geschmeckt. Obwohl die Farbe durch das Spirulina kommt, egal. Konnte ich nicht empfehlen. Wer was Besonderes probieren möchte, kann diesen bläulichen irgendwas Türkis mal testen im Kaufland. Aber ich würde eigentlich sogar davon abraten. Jetzt habe ich was von euch, für euch, von euch, gebt's mir. Ich habe letztens mal was gesehen im Rewe Sender. Das war nämlich hier von der Firma True Fruits, ne? Was ist das? Eine Urne? Nee, das ist keine Urne. Von True Fruits. O-Saft. Und O-Saft müsste euch ein Begriff sein. Denn O-Saft habe ich schon mal getestet. Da gab es so ein Bierglas. Ja, das sah wirklich aus wie ein Bierglas. Das war hier richtig schön gelb und war hier oben komplett weiß. Das sah aus wie ein Weißbierglas. Oder ein Weizenglas mit einer Schaumkrone obendran. Und alle haben gesagt, richtig genial. O Saft ist, stand da dabei, wo hinten lauter Sprüche drauf waren, wegen Bier trinkenden, sonst was, keine Ahnung. War natürlich Orangensaft. Jetzt hat man, wenn man das Bierglas so hatte, und hat das dann rumgedreht, gesehen, dass das ja eigentlich eine Flasche ist, man die Flasche aufmachen kann. Und es dann hier riecht, als wäre jemand drin gestorben. Die habe ich nämlich schon leer getrunken. Ich hatte so einen Durst, die habe ich letztens einfach leer getrunken. Das war aber dasselbe wie O-Saft ist. Einfach Orangensaft, frisch gepresster, in einer limitierten Edition. Dann gab es eine zweite limitierte Edition von O-Saft in so einer Leopardenflasche mit Leopardenmuster. Habe ich gedacht, ist egal. Es sind wieder 3 € oder 3,99 sogar. Ist auf jeden Fall ein bisschen teuer für den normalen Gebraucher. Dann habe ich aber die gesehen. Das soll ja im Prinzip an eine Sektflasche erinnern. Da steht einfach O-Saft. Orangendirektsaft ohne Fruchtfleisch. Und wenn wir gucken, was hinten drauf steht, dann ist eigentlich sehr lustig. Ich lese es euch einfach mal vor, weil wenn ich es jetzt rumdrehe, versteht ihr mich wieder nicht. Wir möchten einen Vorstoß wagen. Mehr Corona-Partys. Das findest du vielleicht anstößig. Aber wir finden, es ist wieder Zeit zum Anstoßen. Bevor dir das jetzt übel aufstößt, natürlich mit sich allein. Aber wir sollten feiern. Denn uns ist diese abstoßende Pandemie zugestoßen. Wir wollen das gern alles von uns fortstoßen. Aber wir sollten feiern, dass das noch nicht der Todesstoß war. Und auch wenn keiner dazustoßen darf, hol den Champagner raus. Wenn der gerade nicht da ist, füll dir diesen O-Saft ins Glas. Davon muss man auch weniger aufstoßen. Also auf uns, Stößchen. Unsere Säfte sind schonend pasteurisiert und vegan abgefüllt in Baden-Württemberg. Also, die haben bei dem Bierglas sich Mühe gegeben, da ein cooles Design und lustige Verpackung, lustige Sprüche drauf zu packen. Haben sie hier jetzt auch. Das gab es so zu Silvester rum. War halt O-Saft wie Champagner zum Anstoßen. Weil ich den aber schon getrunken habe ich im Kaufland die nächste limitierte Edition von diesem von diesem Saft gefunden. Auch wieder True Fruits Saft. Alles andere ist nur Saft. Und das ist jetzt kein Orangensaft, das ist Rhabarberbirne und so. Und so, versteht ihr? Und so einfach. Das heißt, das ist irgendwie wieder. Die Flasche ist ein Stück angemalt, der Rest ist so und das Ganze soll eine Lavalampe darstellen. Steht auch hier hinten: Limited Edition Number 4. Lavalampe. Hashtag der Boden ist Lava. Die erste Limited Edition war also das Bierglas, die zweite Limited Edition war das Leopardenglas, die dritte Limited Edition war dieses Champagnerglas, wie auch immer, aber alles war O-Saft. Und jetzt haben sie das hier, Limited Edition Nummer 4, Lavalampe, der Boden ist Lava.
Mit Rhabarber, Birne und so. Was steht da noch alles drauf? True Fruits, immer am Puls der Zeit. Ja gut, das war's eigentlich schon. Also, es ist nur die Ernährungstabelle hinten drauf, Nährwerttabelle, wie auch immer, die man kaum lesen kann, weil die einfach so grün ist auf dem gelben Zeugs. Da sind jetzt nicht ganz viele Sprüche drauf. Es ist halt einfach Lavalampen-Style. Finde ich irgendwie lustig. Wie gesagt, war im Kaufland. Wir werden das jetzt auch hier wieder aufmachen. Guck mal, gut, man kann nichts sehen, wie das ist. Es ist wohl einfach wirklich nur die Flasche, glaube ich, gelb angemalt. Und der Saft, der drin ist, ist halt einfach Rhabarbersaft, also ist der rot. Wenn ihr das ausfüllt, ist wahrscheinlich dann nur noch der Rest von der Flasche da. Mit gelbem Überbleibsel. Und es sieht dann halt noch nichts mehr aus. Wir schenken das jetzt aber mal hier ein. Gucken mal, wie das schmeckt. Wenn das Rhabarber natürlich ist, ist das bestimmt auch wieder so ein bisschen säuerlich mit. Muss man aufpassen, Rhabarber, Birne. Birne sollte eigentlich relativ mild sein. Rhabarber kann natürlich wieder reinhauen. Steht da jetzt noch mehr hinten drauf an irgendwas? Nee. Also egal, es ist... Ach so, Meerfruchtsaft. 43% Apfelsaft. 20% Traubensaft, 21% Rhabarbersaft, 10% Birnensaft, 6% Pinke Drachenfruchtpüree. Pinkes, wenn dann schon. Nicht auf den Deckel schlagen, gut schütteln. Warum soll ich auf den Deckel hauen? Wieder mal Apfel säuerlich, Traube säuerlich, Pinke Drachenfrucht, keine Ahnung, wie das schmeckt. Riecht auch sehr säuerlich, also da kriegst du gleich wieder Sodbrennen. Wir schütteln das mal noch ein bisschen, schwätzeln das rum, trinken und denken mal, dass das einfach nur Rhabarber. Boah. Also bisher war ich von diesen O-Saft-Dingern eigentlich immer beeindruckt. Denn für diesen teuren Preis von 3 Euro hast du trotzdem einen richtig gut schmeckenden Orangensaft bekommen. Jetzt ist das halt kein Orangensaft, deswegen stand ja hier auch O-Saft und auf dem anderen Bier war auch O-Saft ist. Ne? Also alles war bisher Orange, jetzt kommen sie hier, probieren sich an einem Apfelsaft. Aber ich finde, den finde ich so scheußlich. Weiß ich nicht. Wer Sodbrennen möchte, kann da gerne zuschlagen. 3 Euro Sodbrennen in der Flasche kann man sich gerne nehmen. Dann ist das halt auch mit dem Design. Wenn die Flasche leer ist, ist wahrscheinlich halt von dem Design nicht mehr viel übrig. Ich fand immer noch das Bierglas am coolsten, das Bierglas am besten. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Ich glaube, entweder wurde das mit weggeschmissen, weil es leer war, ist einfach mit in den Müll reingekommen. Weil wenn das Limited Editions sind und ihr stellt euch alle 4 ins Regal, sieht das vielleicht gut aus. Oder ihr verkauft die bei eBay, ja, wie Mohammed heute mit seinen 300 Happy Meal Karten. Aber der Saft, den Saft kann ich leider nicht empfehlen. Vom Rhabarber merke ich auch nicht viel. Ich merke ganz sehr einfach Traube und Apfel und leider nichts, wieder ein Schuss in den Ofen. Oh. Nee, da bin ich raus, ne? Da gönne ich mir lieber das gute 5-0er Dosenbier. Zack, zisch, weg, auf Ex, reingepumpt. Würde ich im Normalfall sagen, aber wie gesagt, das ist ein Dreiteiler und ich muss jetzt, nachdem ich das, den Saft da probiert habe und jetzt die Säfte da probiert habe, bin ich immer noch nicht fertig, denn ich habe immer noch was und deswegen hebe ich mir das lieber auf und mir ist jetzt schon schlecht. Das war es trotzdem von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal diese O-Saft-Behälter gesehen? Habt ihr vielleicht eine von diesen Editionen mal gehabt? Oder würdet ihr das gerne mal probieren? Wie gesagt, das eine, die Lavalampe aus dem Kaufland, den Rest bisher immer beim Rewe gesehen. Haltet die Augen offen, vielleicht findet ihr sowas auch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.